Auch heute steht wieder ein Schlägertest am Programm. Ich teste mein Ping G410er Holz 3 gegen das neue Ping G425er. Denn ich wurde gefragt, ob alle neuen Schläger der 425er Serie besser sind als die unter Anführungszeichen alten. Und genau das möchte ich heute eben herausfinden. Solltest auch du eine Frage zum Thema Golf haben, dann schreib diese bitte unten in die Kommentare rein. Denn ich werde alle diese Fragen beantworten. Versprochen. Und solltest du zum ersten Mal hier auf meinem Kanal gelandet sein, dann möchte ich dich zuerst einmal herzlich willkommen heißen. Klick bitte gleich auf den Abo-Button und die Glocke gleich daneben, um in Zukunft keines meiner Golf-Videos mehr zu verpassen. Um mich und meinen YouTube-Kanal auf YouTube besser ranken zu lassen, ist es ganz, ganz wichtig, dass bitte jeder hier... Oh Gott! Backfällt. Und dafür alleine kann man schon auf den Daumen nach oben Button klicken, würde ich sagen. Und falls du dich fragst, wie du mich und meinen YouTube-Kanal so ein wenig unterstützen kannst, dann richtig, bestellst du mir ein neues Bag. Spaß beiseite, nein, dann holst du dir am besten heute noch einen einfach besser golfen Hoodie oder ein einfach besser golfen Shirt. Den Link dazu, den findest du unten in der Videobeschreibung. Heute geht es eben darum, herauszufinden, ob das neue Holz 3 besser ist als das unter Anführungszeichen alte Holz 3. Und ich selbst bin auch schon irrsinnig gespannt. Weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich aus dem unter Anführungszeichen alten Holz 3 einfach nicht die Länge rausbekommen habe, die ich hätte rausbekommen sollen. Denn das Hybrid ging irrsinnig gut, irrsinnig weit verhältnismäßig und das Holz 3, naja, hat nicht ganz so performt, wie ich es mir gewünscht hätte. Was mir bei allen Pinghölzern extrem gut gefällt, ist die Form des Kopfes. Eine flache Form gibt einfach mehr Selbstvertrauen, wenn man Bälle vom Boden schlagen muss. Und heutzutage verwendet man das Holz 3 halt wirklich oft dafür, Bälle vom Fairway zu schlagen. Und selten schlägt man es vom Tee. Auch wenn ich das heute bei meinem Test auch machen werde. Und alleine wegen der Kopfform eben, finde ich persönlich, die Pinghölzer wesentlich besser als die Hölzer aller anderen Hersteller. Aber jetzt heißt es mal draufhauen. Holz 3, Schlag 1. Ja, der Treffer war in Ordnung. Viel besser kann ich den heute wahrscheinlich nicht mehr treffen, um ehrlich zu sein. Und er liegt schon am Grün. 260,8 Meter. Und das war schon mal ein super Start für das Ping G410er Holz 3. Und ich mag diesen Schläger eben, ich mag den Klang des Schlägers, er ist nicht laut, explosiv und ist eben genau das, was ich hören möchte, wenn es um ein Holz geht. Denn auch der Klang spielt meiner Meinung nach eine große Rolle dafür, ob man ein Holz mag oder eben nicht. Neben der Optik, die mir hier bei diesem Schläger irrsinnig gut gefällt, nach wie vor. Tubulatoren, matt schwarz, das gefällt mir. Ja, der ist eine Spur zu weit rechts. Der war leicht auf der Spitze getroffen und genau das passiert eben immer wieder, dass der Schläger dann deutlich an Länge verliert. Und genau das soll sich ja beim neuen Holz geändert haben. Durch eine neue Schlagflächenkonstruktion soll das Ping G425er Holz 3 besser und konstanter performen. Und darauf bin ich schon irrsinnig gespannt, um ehrlich zu sein. Zuerst schlage ich nun eben aber 10 Bälle mit dem Gerät, mit meinem Ping G410er Holz 3. Thank you.
Okay, das waren sie nun. 10 Bälle mit dem Ping G410er Holz 3. Und wie auch schon in der ganzen letzten Saison waren eben sehr, sehr gute Schläge dabei. Leider auch eben 2, 3, die nicht so gut performt haben. Und das soll eben dieses Ding besser machen. Und darauf bin ich irrsinnig gespannt. Eine neue Schlagflächenkonstruktion soll eben dabei helfen, die Ballgeschwindigkeit konstant zu halten. Und dementsprechend soll dieses Holz konstanter sein als das Holz des letzten Jahres. Und darauf bin ich schon irrsinnig gespannt. Von der Optik her muss ich sagen, fehlen mir so ein wenig, wie auch beim Hybrid schon, die Turbulatoren. Ich habe mich schon ein wenig daran gewöhnt. Das Matt-Schwarz allerdings gefällt mir irrsinnig gut. Ich bin ein großer Matt-Schwarz-Fan. Oder Schwarz-Matt, keine Ahnung eigentlich. Unten gefällt mir die neue Serie wesentlich besser. Schwarz und Weiß ist genau meine Farbe. Rot hingegen muss nicht unbedingt sein, war aber auch nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Und jetzt bin ich neben der Optik natürlich schon gespannt darauf, wie das Ding performt. Der erste Schlag war mal nicht schlecht, sollte auch am Grün landen, jawohl, da ist er, am Grün. Die Frage ist nur, können die anderen Schläge nun auch so gut performen? Was mir auch bei dem Holz irrsinnig gut gefällt, ist eben die Form des Kopfes, wieder sehr, sehr flach, was dazu führt, dass man einfach ein irrsinnig gutes Gefühl hat, wenn man Bälle vom Boden schlägt. Und ein Holz 3, das muss wirklich performen, denn das ist ein Schläger, der wirklich schwer zu spielen ist. Und dieser Schläger, speziell vom Boden geschlagen, stellt eben auch für Single-Handicapper, für sehr, sehr gute Golfer eine große Herausforderung dar. Und deshalb ist das der Schläger, der auch auf der Tour am wenigsten gewechselt wird. Neben dem Putter natürlich. Ja, kein schlechter Treffer. Die hat sich auch irrsinnig gut angefühlt. Die Schlagfläche butterweich, wie auch schon beim Ping G410er. Vielleicht fühlt sich die Schlagfläche sogar noch eine Spur weicher an als beim Ping G410er Holz 3. Und das ist richtig, richtig cool. Der Klang mindestens gleich gut. Und ich muss sagen, das Ding ist nicht schlecht und könnte durchaus in mein Bag wandern. Mal schauen, wie die nächsten Schläge so gehen. Aber die ersten beiden waren schon mal sehr, sehr konstant. Ja, auch der sollte passen. Geht zwar eine Spur höher weg, weil ich ihn hoch getroffen habe. Und trotzdem eben passt die Länge. Und das verwundert mich wirklich. Denn trotz des schlechten Treffers ist der Ball beinahe gleich weit gegangen. Und genau das soll dieses Ding eben können. Und obwohl ich immer der Meinung bin, dass der Indianer, der Spieler, für die Performance verantwortlich ist und nicht der Pfeil und Bogen, der Schläger, scheint dieser Pfeil und Bogen, ja, ein wenig mehr zu verzeihen als der alte Bogen. Boah, der war schlecht getroffen. Und dann geht auch dieses Gerät natürlich irgendwo hin. Katastrophaler Schlag vom Indianer. Und deshalb sollte der Indianer besser mal die Klappe halten und ein paar Bälle schlagen mit dem neuen Ping G425er Holz 3. Okay, dann befragen wir nun einmal die Statistik, welcher Schläger denn nun besser performt hat. Die Schlägerkopfgeschwindigkeit war bei beiden beinahe ident. Mittelwert vom Ping G410er Holz 3 108,1, beim neuen 108,5. Die Ballgeschwindigkeit war eben eine Spur höher, wahrscheinlich eben aufgrund der höheren Schlägerkopfgeschwindigkeit. Die Carrylänge war beim neuen Schläger deutlich besser. Im Schnitt 245,9 Meter im Vergleich zu 237,7 beim alten Holz 3. Die Gesamtlänge war auch besser, 255,9 beim alten, 261,4
beim neuen Holz 3. Die Spinrate war eine Spur höher, 2,712 zu 2,410. Und das natürlich bin mehr ich gewesen als der Schläger an sich. Was mir auf alle Fälle aufgefallen ist, ist eines, dass dieses neue Holz durchaus besser performt, vom Boden zumindest, als das alte. Weil ich das Gefühl habe, auch unmittig getroffene Bälle finden den Weg zum Ziel. Und nun möchte ich die beiden Hölzer noch vom Tee schlagen, um herauszufinden, welches Holz da eben besser performt. Anfangen werde ich nun mit dem neuen Pink EV 25er Holz 3. So, und schlagen werde ich wieder 10 Schläge. Oh, und der erste ist gleich mal richtig schlecht getroffen. Also, das waren sie nun, die 10 Bälle, die ich mit dem PNG 425 Holz 3 geschlagen habe. Da waren durchaus Schläge dabei, die so nicht passieren hätten sollen, aber so ist Golf nun eben. Auch ich mache Fehlschläge und das jeden Tag, das kann ich dir versprechen. Und trotzdem komme ich normalerweise ganz gut über jede Piste. Jetzt eben 10 Schläge mit dem PNG 410er Holz 3 und ich schaue mir an, wie das eben vom Tee im Vergleich zum neuen Holz performt. Okay, dann schauen wir uns nun den Vergleich am Bildschirm an. Ich habe mit dem Ping G410er Hybrid, das kann ich gleich vorwegnehmen, vom Tee besser performt. Die Ballgeschwindigkeit war höher, die Fluglänge war länger und die Gesamtlänge war ebenfalls länger. Die Spinrate niedriger. Woran lag das? Natürlich lag das in erster Linie an mir, weil ich den Ball nicht so sauber getroffen habe. Vielleicht, weil ich auch ein wenig müde wurde oder was auch immer, keine Ahnung. Aber eben, ich muss sagen, dieses Gerät, das Pink G410er Holz 3, ist nach wie vor eine super Waffe, wenn man es denn regelmäßig vom Tee schlagen möchte. Vom Boden hat das neue Pink G425er Holz 3 besser performt. Vom Tee hingegen war für mich persönlich das alte Ping G410er Holz 3 besser. Und genau das ist eben der Punkt, auf den ich rauskommen möchte. Wenn du dein Holz 3 gerne vom Tee schlägst, dann kann es durchaus sein, dass ein anderes Holz 3 besser ist als das neue Ping G425er Holz 3. Brauchst du aber dein Holz 3 oder dein Holz 5 als Fairway-Holz, um Distanzen zu überbrücken auf einem Par 5, auf einem langen Par 4, um lange Löcher kurz werden zu lassen, dann ist dieser Schläger, das neue Ping G425er Holz 3, bestimmt der hundertprozentig richtige Schläger. Also geh raus und probier so viele Schläger wie möglich aus, damit auch du für dich persönlich deinen besten Schläger findest, der dir sowohl am besten gefällt natürlich, als auch am besten performt. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Vergiss bitte nicht aufs Daumen nach oben Symbol zu drücken. Ciao.